Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal sind wir ins neue Gebiet vorgedrungen, haben ein bisschen was da erkundet, haben eine weitere Knolle mitgenommen, also unsere Zwiebel kann jetzt mehr Pikmins draußen rumlaufen lassen. Und nachdem wir zurückgekommen sind, haben unsere Leute hier im Standardgebiet was entdeckt. Und zwar da oben. Da ist eine Rakete im Boden. Oh, und den Typen haben wir gerettet. Den Buldo. Sehr freut, dich zu treffen. Ich bin Buldo, Botaniker und Pflanzenfreund. Interessierst du dich auch für Pflanzen? Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, wie man mit Pflanzen kommunizieren könnte. Die Pikmin müssen der Schlüssel sein. Ja, Güte. Das ist es, was ich an Pflanzen und Pikmin so mag. Sie sind gütig. Sie hören zu und akzeptieren dich, wie du bist. Wer würde solche Freunde nicht wollen? Es gäbe so viel weniger Kummer in der Welt, wenn jeder ein Pikmin zum Freund hätte. Für das Allgemeinwohl müssen wir daher weitere Pikmin erschaffen. Ich bin dabei und du hast meine ewige Dankbarkeit. Okay. Ich kann nichts mit dem Raumschiff hier anstellen, wie es scheint. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das Olimas Raumschiff ist. Vielleicht hätte ich mit, die gelben Pigments mitnehmen sollen, falls hier irgendwas zum Graben ist. Okay, aus dem Raumschiff scheint hier oben aber nichts zu sein. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder in die eine Ebene gleich zurück. Ich sage gleich, weil ich will noch gucken. Hier eine Piklopädie. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich fühle mich, als würde sich schon bald eine leere Stelle in meinem Herzen füllen. Ja, 25 Kreaturenspezies gefunden. Ah, höchst interessant. Lass mich unbedingt wissen, solltest du weitere dieser bezaubernden Kreaturen entdecken. Okay, nächstes Ziel ist 50. Apropos, ne? Wir haben ja ein paar neue Gegner kennengelernt. Zum Beispiel den gepanzerten Grabwich, das Rutschblatt, die Anodenkäfer. Oh, guck mal, ich kann zu denen spielen gehen. Den Schmorkuchen und Schnapperküken. Gelbe Spektralit. Diese Meatheats, die haben ja beim letzten Mal meine Pigments komplett aus der Ruhe gebracht. Das war ein Elektrokuchen. Ein Mammuter. Gelber Orkalok. Die Orkaloks, die kennt man. Sind so mit die bekanntesten Gegner mit den Punktkäfern zusammen. Oh, hab schon genug. Können wir irgendwas Neues erforschen? Ich will halt erst noch mit den Leuten hier reden, bevor ich losziehe. Und es war eine schlaue Idee. Ich habe ein neues Item entwickelt. Und aus den verfügbaren Materialien habe ich bereits einen Prototypen hergestellt. Doch sie selbst. Dann legen wir mal los. Den Untätigkeitsalarm. Oh, das ist auf jeden Fall praktisch. Das gönne ich mir auf jeden Fall. Obwohl, das hier klingt auch sehr, sehr praktisch. Den Untätigkeitsalarm und das Heimkehrsignal fände ich auf jeden Fall praktisch. Oh, und die Sensorbomben, das sind Minen. Die kann man an irgendwas dran kleben, an Wände oder Monster. Und wenn dann irgendwas in die Nähe kommt, dann explodieren die, wie man da sieht. Die habe ich beim Pikmin 3 gerne gegen Sunny eingesetzt. Die haben ihn immer so genervt. Okay, den Untätigkeitsalarm, den gönne ich mir. Den finde ich sehr praktisch. Und das Heimkehrsignal. Da muss ich mir keine Sorgen mehr drum machen, dass Pikmins verschollen sind, wenn ich dann so kurz vor Ende des Tages bin. Dann hole ich die damit nach Hause. Hab natürlich dann jetzt aber kaum noch Materialien.
So, und wir haben auch noch zwei Knusperknochen, die wir einsetzen können. Also zweimal Motivation. Ich habe euch beim Trainieren zugesehen, was mich zu einer neuen Trainingseinheit inspiriert hat. Ich denke, dass die Otschi beim Pflücken von Pikmin-Keimen helfen kann, wenn er die Fähigkeit Pflücken hat. Außerdem habe ich noch ein Training hinzugefügt, in dem Otschi lernen kann, schneller als je zuvor zu graben. Oh, die beiden gönne ich mir. Ich gönne mir einmal das Pflücken. Dann hilft er mir beim Rausziehen. Wahrscheinlich höhere Stufen zieht er schneller raus oder zieht er mehrere raus? Er zieht sie schneller raus. Ja, der ist dann auch 10-mal schneller als ich. Okay. Schauen wir mal, dass Otsch ein bisschen schneller graben kann. Das fände ich ganz praktisch. Die Stufe 3-Version, die klingt auf jeden Fall sehr gut. Ist er sogar schneller als die gelben Pikmins. So, jetzt aber wirklich zurück zur zweiten Anhöhe. Ach ja, vielleicht halten sich in Captain Olimar und unsere vermissten Kollegen dort auf, in dieser neuen Zone. Wir haben ja eine neue Zone letztes Mal freigeschaltet. Stimmt, die sind die Gebiete, die du derzeit erkunden kannst. Wie heißt denn das denn, ihr Gebiet? Stille Ufer. Na gut, aber ihr müsst immer bedenken, ich mache das so. Ich gucke, dass ich einen Bereich immer erst auf 100% kriege und dann gehe ich erst in den nächsten Bereich. Das heißt, hierhin erstmal. Zum erblühenden Park. So, da wären wir. Erstmal holen wir die Pigments raus. So, ich habe jetzt mal 15 rote, 15 gelbe und 15 blaue. Wie funktioniert dieses Signal denn? Ach, das müsste ich mir auf eine Taste legen. Warte mal, das können wir ja eben schnell machen. Tastenbelegung. Nee, hier, Schnellauswahl. Dann mache ich hier mal das Heimkehrsignal hin, wenn ich darf. Nee, den Untätigkeitsalarm. So. Jetzt kann ich einfach so drücken. Und dann kommen die angelaufen. Okay, sehr praktisch. Gucken wir uns erstmal die Karte an. Hier oben ist noch irgendwas. Da sind ein paar Sachen zum Zerdeppern. Ich würde sagen, wir gehen heute hier lang. Auf jeden Fall. Und ich gucke, dass der Part heute nicht so lang wird wie der letztes Mal. Attacke! Diese ekelhaften Viecher. Graben, Leute, graben. Hier ist sowieso noch irgendwo was versteckt. Ach, guck mal, da war ein Golfball drin. Was ist das denn? Attacke! Erinnert mich so ein bisschen an den Orkalok. Ich frag mich, was das für ein Vieh ist. Kann ich damit auch die von der Kapsel zurückholen? Da muss ich nämlich nicht immer hinterherlaufen. Sehr praktisch. Wenn ich dann nicht extra hinlaufen muss, um die zu holen. Ist ja egal, um welche Pigments genau sich darum kümmern, ne? Oh! Da habe ich einen Weg gemacht. Da oben brauche ich Eispigments. Okay, dann töte ich mal eben kurz den Schmetterling da und dann hole ich Eispigments so viele wie ich kann.
Ah, ich habe gerade etwas gelernt. Die laufen nicht bedingt zu mir, sondern da, wo ich das Signal hinsetze. Ich habe jetzt mal alle Pigments außer dem blauen mal gegen die Eispigments ausgetauscht. Nicht töten, während es vereist ist. Ich will es mitnehmen. Ein paar Pigments sind gerade leider draufgegangen. So, einen Moment mal. Ich wurde vereist. So, die arbeiten da. Machen wir hier mal Abtransport. Hier oben ist auch ein weiteres Loch und eine Herausforderung. Er hat Sterne in den Augen. Dein Laubling! Heute der Dori, morgen mehr der Dori. Dann zeig mir, was du kannst, Grünschnabel. Mit einem Sieg beim Dori können wir den Laubling retten. Ja, aber ich würde die erstmal da hinten... Ah, okay, die haben die Eiswand schon abgerissen. Kommt mal her. Oder erstmal abwarten, bis die hier alles einsammeln. So, das dürft ihr dann auch noch ausgraben. Ich merke mir für dieses Rüsselvieh nicht von vorne. So, dann stellen wir uns mal diese Dandori-Herausforderung. Vorhin sind auch schon wieder neue Sachen. Retten wir erstmal diesen Laubling. Der Feuerblitz-Canyon. Ich kriege die roten und die gelben Pigments. Hier testen wir unser Dandori. Ich liebe Dandori. Liebst du Dandori? Okay, versuchen wir uns diesmal auch schlau anzustellen. Karte erstmal. Ich würde sagen, zuallererst nach in die Richtung da. Baut das schon mal ab. Du kannst ruhig auch schon mal abbauen gehen. So, die fangen schon mal hier an die Wand einzureißen. So, das ist tot. Die drei schaffen das schon. So, hier wäre aufgeräumt. Nehmen wir als nächstes die Breze mit. So, dann hilft mal da auch schieben. Bisher läuft's gut. Da oben wird es schwieriger. Da gehe ich besser hin, erst dann, wenn ich mehr Pigments habe. So, mitkommen. So, in voller Blüte bringt die mir natürlich ein bisschen mehr. Dann machen wir hier jetzt erstmal die Wand auf.
So, hier die Wand offen ist gut für uns. Ich glaube, ich brauche 3 elektrische Pigments dafür. Tun sie doch nicht. Ich weiß nicht, was nötig ist, um das aufzumachen. Wahrscheinlich muss ich die Käfer drin fertig machen. Wäre jetzt meine erste Vermutung. Ja, ich muss die fertig machen. So, jetzt haben sie freie Bahn. Warte mal. Ich hätte lieber, dass mehr von den Roten das ziehen. Dann kann ich hier nämlich welche hochwerfen. Es fehlt gerade so einer. So, dann mache ich jetzt hier mal das Untätigkeitssignal, dass sie schön zu mir hinkommen. Und ich sehe noch ein paar gelbe drunter. Nicht mal ansatzweise genügend. Ich mache das Untätigkeitssignal hier hin und gehe so lange in den Krieg. So, nimm den mal mit. Ja genau, transportiert das mal ab. Ich brauche hier eh die gelben. Na toll, da sind nicht genügend Gelbe drunter. Ich hoffe, ich schaffe das noch rechtzeitig. Nee, ich glaube, ich habe zu lang getrödelt. Nee, ich glaube, ich muss das hier nochmal machen. Die müssten auch durchgehen, welche arbeiten. Okay, ich muss das hier nochmal machen, nach Möglichkeit. Das habe ich nicht geschafft. Nicht mal ansatzweise. Ja, das lief nicht. Ich hätte so eine Strategie, in welche Reihenfolge ich das machen müsste. Und dann doch, ich musste nur arbeiten. Aber immerhin hast du die aufgegeben, bis ganz zum Schluss. Die Belohnung hätte von mir 10 Rohmaterialien, doch du solltest es erneut versuchen. Werde ich auch sofort. Hör mal kurz, Schnabel, mir scheint es läuft gerade nicht so gut. Brauchst du etwas Unterstützung? Ich versuche es direkt nochmal. Ist ja ganz schlimm im Grunde, Schnabel. Da bin ich mächtig erleichtert. So, betreten. Da oben ist definitiv was. So, jetzt sind hier die Sachen offen. Warte mal.
Die sollten am besten eben kurz einmal da oben helfen. Weil irgendwas wird da sein. Oder ist das einfach nur, um den Weg zu öffnen? Nee, ich glaube, das ist, um den Weg einfach nur zu öffnen. Otsche, geh wieder da hoch. Mach den Weg auf. Ach, der bleibt offen. So, ich hoffe, die sind schnell genug. Nee, das klappt gerade so nicht. Verdammt. Ich muss es noch einmal machen. Aber meine Taktik war gut. Haben nur 5 Dinger gefehlt. Dann muss ich Otschen instant nach oben machen, damit der ihn da schnell öffnet. Ich hole hier noch die Platin-Medaille. Unglaublich ist dein Dori, schockierend. Du hast den Rekord gebrochen. Nimm dies. 30 Rohmaterialien. Die gestrandete Person ist ohnmächtig. Das ist unsere Chance, sie zu retten. Er ist zumindest gerettet, ne? Aber ich habe das nicht perfekt gemacht. Bei den ganzen Blättern ist es unmöglich festzustellen, wer das ist. Trotzdem müssen wir diesen Laubling natürlich retten. Wenn er wieder in der Höhle verschwinden würde, wäre das nicht gut. Wir sollten die Decke dieser Höhle geschlossen halten. Ah, okay, ich kann das nicht nochmal machen. Der Typ zählt als Schatz. So, dann gucken wir mal hier. Da kommt doch 100% gleich wieder was aus dem Boden. Ach, hier ist wieder ein Loch. Ah, Ben! Eine Bombe bekommen. Warum wurden diese Leute überhaupt in Laublinge verwandelt? Es muss doch einen Grund dafür geben. Ja, man kann wieder nichts lesen. Tja, auf ihrer Visitenkarte können wir wohl nicht zugreifen. Dann konzentrieren wir uns besser einfach auf die Rettung. Hinterher so 10.000 Laublinge. Okay, hier unten als nächstes hin. Holt euch den Vogel! Dann machen wir da als nächstes kaputt. Ich habe jetzt übrigens in einem der Tipps gelesen. Otsche macht das immer so, der holt von das die Farbe, wovon ich am wenigsten habe. Mal los, Otschen. Den da lasse ich mal gerade in Ruhe. Mal habe ich von dem Blauen gerade am wenigsten. So, dich mache ich dann jetzt mal fertig. Der kann sich elektrisch aufladen, den gab es schon im vorherigen Spielen. Oh, das ist, glaube ich, eine Haarnadel. Nimm den mal mit. Mein Radar schlägt ihn irgendwo aus. Aber da sehe ich etwas Interessantes. Erstmal das hier runter. Die haben es abgeliefert. Dann hole ich das Teil jetzt hier hin. Wenn ich mich recht entsinne, ist das eine Zwiebel. Und eine Zwiebel kann ich immer gebrauchen.
Ja, rein damit. Ob da etwas nicht stimmt? Unsere Zwiebel hat die neue Zwiebel absorbiert, aber es passiert nichts weiter. Lebenszeichen lassen darauf schließen, dass sich jetzt 20 Pigment mehr in der Zwiebel befinden. Wenn wir schon eine Zwiebel der gleichen Farbe haben, wird die neue als Nahrung genutzt. Okay, ich habe jetzt einfach nur 20 Pigments bekommen, das ist irgendwie lame. So, nimm das mal mit. Die, die ich hier habe, schaffen das schon. Elektrische Pigments können nicht elektrisiert werden. So, das nehmen wir mit. Ich warte dann jetzt, dass sie das alles abgeliefert haben. So, und dann springen wir hier in das Loch rein. Na, Matroschka finden wir noch alle Teile. Der verborgene Innenhof. In der Natur finden wir Beispiele für Mimikry, bei dem potenzieller Beute Sicherheit vorgegaukelt wird. Nie hätte ich gedacht, dies aus erster Hand zu erleben, doch nun weiß ich, dass Gefahr sogar in Dingen lauern kann, die weich und harmlos wirken. Das sieht aus, als ob da auf jeden Fall jemand Neues sitzt. Und wir können ja auf jeden Fall auch eine Zwiebel mitnehmen. Die beiden Pigments werden empfohlen, also nehmen wir die Hälfte mit. Okay, damit sind wir im verborgenen Innenhof. Ich würde aber trotz allem sagen, dass wir hier für heute Schluss machen und erst beim nächsten Mal weitermachen. Weil ich will ja nicht, dass die Folgen zu lang werden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann. Thank you.